always stretching the boundaries. Here comes the man, La Rodo's Entertainment. Hallo zusammen, ich möchte euch heute wieder mal ein kleines Update zu meinem Spiel zeigen. Dieses Hauptmenü habe ich jetzt mittlerweile eingebaut. Hier haben wir Quit Game und würden aus dem Spiel rauskommen und hier haben wir Start Game und würden ins Spiel reinkommen. Und der Scheinwerfer richtet sich immer auf den jeweiligen Menüpunkt und im Ruhezustand, wenn ich keinen Menüpunkt auswähle, ist er über dem Schriftzug hier. Wir gehen mal ins Spiel rein. Ein paar von den Sachen, die ich verändert habe, kennt ihr ja schon. Zum Beispiel Ambient Occlusion ist an, die Shadows sind an, um die Umgebung schöner zu machen. Um die Lampen hier habe ich jetzt noch ein Halo rundherum gemacht. Die Waffe raucht, wie ihr sehen könnt beim Schießen. Es kommen mehr Gegner und die sind schneller als bisher. Da haben wir schon den ersten Kollegen. Der Boden ist nicht mehr so rutschig. Ihr seht also, die Figur hält abrupt an. Und die Kamera zieht nach. Haben wir ja auch schon in einem anderen Tutorial kurz behandelt. Und man kann jetzt auch Waffen aufstellen mit Q. Da ist sie. Die hat auch einen Laserpointer, den sieht man jetzt schlecht, weil der Zombie natürlich anvisiert wird. Und die Waffe lädt nach, seht ihr gerade da oben. Immer wenn ein Gegner gestorben ist, lädt die Waffe nach. Ja. Und ich kann sie mit W wieder einsammeln, wenn ich die wieder mitnehmen will. Zwei Stück habe ich. Wenn ich beide hingestellt habe, ist auch wirklich Feierabend. Und ich habe dann keine mehr zur Verfügung. Das kann man mit den Waffen später im Spiel mal ja, taktisch ganz sinnvolle Positionen besetzen, um die man sich dann nicht mehr kümmern muss. Zum Beispiel hier an der Stelle kann man sinnvollerweise eine aufstellen. Und immer wenn ein Gegner da rauskommt, wird die Waffe den jetzt anvisieren. Da ist er. Und dann kümmert er sich selbstständig um diese Tür. Und dann kann ich mich um die anderen Gegner kümmern, die aus der Richtung hier vorne zum Beispiel kommen. Bei dieser Tür hier ist es ja auch sinnvoll, eine Waffe zu platzieren. Gleich sehen wir, wenn der nächste Zombie kommt, da ist der Laserpointer. Und jetzt auf den Zombie. Und dann kümmert die Waffe sich selbstständig um diese Tür. Und wir können uns im Level weiter bewegen. Dass der Boden nicht mehr so rutschig ist, ist auch für die Brücke, die man hier vorne ausfahren kann, sehr sinnvoll. Da kann man sich jetzt wirklich während dem Gerb schon draufstellen und fährt mit der Brücke direkt mit. Und hier, wie gehabt, bin ich noch nicht viel weiter gekommen. Level ist hier zu Ende und somit auch die Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr Vorschläge habt, was sonst noch so eingebaut werden kann, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. La Rodo's Entertainment.